Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu The Evil Within. Wir machen jetzt weiter. Kapitel 2 steht vor der Tür. Oder steht vor uns, liegt vor uns. Wir fangen einfach mal an. Was zur Hölle läuft hier? Wir träumen doch Teile hier von der Story, oder? Leichen gefunden, Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelter Leichen wurden im Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Okay. Hallo? Jemand da? Warum sind da so viele Kakerlaken oder was ist es? Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Was zur Hölle geht hier vor? Was sind das für Symbole da? Wahrscheinlich sollte ich hier einfach nachlaufen, oder? Jemand da? Was zum Teufel geht hier vor? Ja, wir träumen! Oder das ist irgendwie so eine Parallelwelt oder sowas. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen... Speichern? Ja. Können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren? Hier entlang, bitte. Was geht hier vor sich? Riecht wie Medizin. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Nein, ich will nicht, aber wir müssen wohl, ne?
Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Verbessern? Nein. Stopp! Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fertigkeiten verbessern. So, sehen Sie, schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie denn da? Ich warte auf Sie. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Spritze. Kidman, wo bist du? Ja. Connolly. Leute, ich blick gerade überhaupt nicht durch. Aber ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Aber ich denke mal, das ist irgendwie echt... Entweder träumen wir die eine Seite, also entweder träumen wir das jetzt hier oder die andere. Oder es ist eine Parallelwelt oder ich habe gar keine Ahnung. Also das mit der... Keine Ahnung, das ist so oder so klar. So. Das sollten wir auf jeden Fall fleißig sammeln. Verbessern ist immer geil, dass man seinen Charakter aufbauen kann, aufleveln kann. Nein! Nein! Müssen wir dahin? Mein Gott, ey, wie scheiße schieße ich denn? Okay, nächstes Mal direkt, wenn er am Boden liegt, nochmal in den Kopf schießen. Verdammt, ey. Auch sehr lecker. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es echt besser finden, wenn es ein bisschen weiter weg wäre, die Kamera oder halt die Balken weg wären. Gerade wenn so in engen Räumen sind, dann ist mir das alles schon ein bisschen zu nah dran, wie hier jetzt zum Beispiel. Das ist nicht so geil, könnte besser sein. Ja, und ich habe natürlich die ganze Munition verballert direkt, oh mein Gott.
Nimmst du die Laterne auch? Okay, das ist ein bisschen komisch. Wäre irgendwie cooler, wenn er die Laterne jetzt noch in der Hand halten würde. Aber egal, Hauptsache wir haben Licht. Alles andere ist egal. Tut weh! Tut weh! Wow! Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Was waren das? Was sind das für rote Bluttropfen, die hier durch die Gegend schwirren? Gegenstände erhalten. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Qualenarmbrust herzustellen. Okay. Jetzt kommt schon wieder so viel, das muss man sich alles wieder merken. Streichhölzer benutzen. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke Kreis, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Ich drücke Kreis. Ah, ich muss sie erstmal aufnehmen. Okay. Bringt uns das dann irgendwie so ein Item oder so? Mal gucken. Alles cool hier. Was ist das? Was ist das? Boah, dreh dich mal so um. Tagebuch von Sebastian Castellanos. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian oder Sebastian Castellanos oder Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopier möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Was ist das? Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand.
Irgendwie komme ich immer mehr zu der Theorie mit der Parallelwelt. Ja, Leute, wir werden sehen. Ich mache hier an dieser Stelle mal einen Cut. Schreibt mal gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Was denkt ihr? Rätselt gerne mal mit mir zusammen in den Kommentaren. Und ansonsten natürlich allgemein Feedback dalassen. Würde mich sehr freuen. Ja, Bewertung, Kommentare, ihr kennt das Ganze. Ansonsten danke fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Haut rein und tschüss.